Jo, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Wir sind gerade unterwegs heute auf dem Weg zur Dorfrunde. Die haben wir ja schon mal in einem der Videos eingefangen. Die geht dann da hinten so irgendwie rum und kommt man da hinten wieder raus. Und die fangen wir heute ein, damit ihr sie auch mal einfach so gehen könnt. Da dachte ich mir, ich stelle euch später auch ein kleines Projekt vor, was ich vor einem Jahr angefangen habe. Ich dachte, es wäre cool, dass Leute einfach sowas auch gehen können, auch wenn die zum Beispiel nicht rauskommen oder wenn die nicht hier rauskommen zu mir und mich besuchen können. Dann können die trotzdem mal ein bisschen die Locations erfahren, an denen ich lebe und selbst ein paar Eindrücke einfangen. Aber bevor wir das machen, wollte ich heute noch so ein ganz wichtiges Thema ansprechen, und zwar in den letzten Monaten und Jahren eigentlich immer wieder, dass ganz viele Leute diese Online-Welt und diese digitalen Medien immer so ein bisschen abstempeln, als wäre das irgendwas ganz, ganz anderes als die wahre Welt. Und ich sage eigentlich, das ist eigentlich nur ein Teil unserer wahren Welt und eine ganz neue Form, wie wir Informationen teilen können. Hui, ist schon wieder der BR hier. Der hat uns auch schon hier im Mesnerhof besucht, um ein paar Eindrücke vom Hof einzufangen, und holt sich jetzt wahrscheinlich noch mehr Eindrücke von woanders. So, aber auch wieder ein Beispiel. Der BR sammelt ja auch digital analoge Eindrücke ein. Aber das passt auch sehr, sehr gut zum Thema. Ich erlebe immer wieder, dass Leute sagen, ja, also weißt du, diese Sachen, dieses Online-Netzwerke, Filmen, Online-Posts machen, das ist nicht meine Welt. Ich mache das lieber analog. Das ist nichts für mich. Ich diskutiere lieber mit meinen Freunden zusammen, rede mit denen über die wichtigen Themen, die mich interessieren. Und das wundert mich aber ehrlich gesagt, weil ich mir immer sage, eigentlich ist das, was ich jetzt hier mache, ja eigentlich auch nichts anderes als einfach eine andere Form, meine Informationen zu teilen, mit euch irgendwie Sachen zu teilen, wie ich es gar nicht anders könnte. Ich könnte zum Beispiel gar nicht irgendwelche Sachen einsammeln und dann online stellen und meine Welt zeigen. Ich hätte niemals die Möglichkeit, meine Welt so zu zeigen, wie ich es bisher gemacht habe, weil ich dadurch eben diese Filme nicht zeigen könnte. Ich könnte meine Erfahrungen, die ich jetzt hier im Jetzt einfange, nicht später nochmal anderen zeigen oder euch die Möglichkeit geben, und das finde ich eigentlich am besondersten, dass wir etwas online stellen, dann später abrufen können, wann immer wir wollen. Und deswegen habe ich mir gedacht, einfach mal an euch weitergegeben, was ist denn diese digitale Welt? Wie digital ist diese Welt eigentlich? Jetzt alle, die mir jetzt zum Beispiel folgen, die schauen doch eigentlich immer einem richtigen Charakter zu. Also ich bin ja echt. Ich bin ja nicht digital. Und wir sind hier eigentlich an einer Location, die ziemlich real ist. Das heißt, es ist nichts verändert wie im Studio, nicht so vielleicht so fake-mäßig aufgezogen wie in Fernsehsendungen, wo alles gestellt, geskriptet ist. Und das Komische ist an der Sache, diese ganzen Fernsehsendungen, Serien, Filme und alles, also alles, was gestellt ist, das wiederum ist in unserer Welt anerkannt. Aber der Rest und gerade die Sachen, die sozialen Netzwerke und sowas, alles, was wir selbst bedienen können, hat irgendwie diesen Status bekommen, nicht echt zu sein. Ich muss für meinen Teil sagen, es ist ganz komisch, weil ich ja versuche, seit 5 Jahren so reale Sachen wie möglich irgendwie einzufangen und niemals was zu faken, niemals großartig zu skripten. Also ich lese auch nie von irgendeinem Teleprompter ab, wie das Fernsehsender machen oder so. Für mich ist das so eine ganz krasse Sache, weil ganz viele Menschen ja quasi mit dieser Aussage, das sei alles nicht real, mir quasi meine Welt absprechen. Und so weiter gedacht ist das für mich auch schon eine ganz komische Sache, weil ich weiß zum Beispiel gar nichts über andere. Ich sehe ganz, ganz oft gar nicht, was andere Menschen machen. Und ich nehme die Zeit und sammle jeden Tag wieder ein paar kleine Sachen ein und date die anderen ab dabei. Und ich wiederum sage, eigentlich wäre es voll wichtig, dass wir uns alle da ein bisschen Zeit nehmen und diese Welt, diese digitalen Netzwerke ein bisschen mitgestalten, zeigen, wie unsere Welten aussehen. Und ich sehe das als sehr, sehr wichtig an, weil wir helfen können, diese digitale Welt eigentlich realer zu machen. Ich habe nur das Gefühl, dass viele Menschen diese digitale Welt als unreal sehen, weil sie halt natürlich sehr viel Fake sehen, bisher sehr viel gestellt sehen
Und die nehmen also an, sie haben das so kennengelernt. Es war noch nie anders. Viele kennen vielleicht auch nicht die Wege, wie sie sich da selbst irgendwie was aufbauen können oder was teilen können. Und nehmen also an, die Welt ist genau so. So ein bisschen etwa wie bei Instagram hat man das Gefühl, die Leute wissen immer nur, dass bei Instagram nur Fake-Menschen sind. Alles bei Instagram ist Fake. Und was anderes geht gar nicht. Und dann sage ich immer, mag es ja Menschen geben, die profilieren sich die ganze Zeit nur oder verkaufen irgendwelchen Kram. Was wäre, wenn wir zum Beispiel anfangen, diese Welt mitgestalten, um sie real zu machen? Right? Aber jetzt kommen die meisten wieder natürlich und sagen, ja, aber Alex, ich kann das ja alles nicht und das ist jetzt nicht so meins. Such nicht nach dem, was nicht deins ist, sondern mach die Dinge, die noch nicht deins sind, zu deinem. Los geht's! So, meine Freunde, und jetzt zu der Idee, die ich euch am Anfang schon erzählt hatte. Und zwar, ich habe ja vor einem Jahr im Januar, Ende Januar, habe ich angefangen zu joggen. Das extra angepackt, weil ich das nicht so gern mag. Und ich dachte mir, muss ich da manchmal ein bisschen reinstressen, damit man das lieben lernt. Und ich brauchte aber irgendwie einen Ansporn, joggen zu gehen, weil ich bin nicht so der Jogger halt, ne? Und deswegen dachte ich mir irgendwann, es wäre so cool, wenn ich mir eine Aufgabe lege, um irgendwo hin zu joggen, und das spornt mich noch viel, viel mehr an, die Sachen dann einzufangen. Aber halt alles auch wieder in der realen Welt, ne? Das passiert alles in der echten Welt bei mir. Und so habe ich mir dann irgendwann vorgenommen, dass ich rausgehe. Ich dachte mir, zu viele Menschen sind die ganze Zeit jetzt drin, können die Welt draußen gar nicht so richtig wahrnehmen. Und wie cool wäre es, wenn halt einer oder halt, ne, mehr Menschen rausgehen, und wenn die schon draußen sind, dann sammeln die für die anderen einfach ein paar Sachen ein. Und dann können die zu Hause zum Beispiel auch ein bisschen mal rausgehen und schauen, wie das aussieht und alles. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme mir vor, alle Parkanlagen, die ich halt sozusagen in der Zeit, in der ich in Frankfurt war, einzufangen und auf einen Kanal zu packen. Und deswegen heißt der Kanal auch Parkanlagen. Ihr checkt mal rechts oben den Kanal ab. Der ist jetzt auch schon knapp ein Jahr alt. Könnt mir mal ein bisschen Feedback geben und vielleicht einfach mal als Inspiration an euch raus, vielleicht mal auch sich vorzunehmen, einfach seine Gegend ein bisschen besser zu erkunden. Während ich dann die ganze Zeit diese Sachen eingesammelt habe, weil ich bin ja eigentlich ja kein Mensch, der jetzt einfach rausgeht und Lust hat rauszugehen und diese Sachen zu erkunden, habe ich mir eben das als Ziel gesetzt, als Aufgabe. Bin dann immer rumgegangen, habe meine Kamera genommen, habe die Sachen nur gefilmt, mich selbst habe ich gar nicht gezeigt und war dabei ganz leise. Und musste auch immer drauf aufpassen, wie ich eben laufe, dass es eben nicht komische Geräusche in der Kamera gibt und so. Das heißt, ich habe mir eine Aufgabe gesetzt, um das Joggen zu mastern. Und dann habe ich mir eine neue Aufgabe gelegt, indem ich diese Filme gemacht habe. Und musste wieder lernen, irgendwie zum Beispiel diese Zeit, die ich irgendwie filme, ruhig zu sein. Musste lernen, ruhig zu laufen, gerade zu laufen, dass die Leute, die den Film danach ansehen, halt nicht sagen, so, boah, mir wird voll schlecht und so. Wir werden uns jetzt mal hier auf den Weg machen. Da geht's durch. Ich glaube, ich habe auch wieder die perfekten Schuhe angezogen. Dann schauen wir uns das Ganze mal ganz ruhig an. Jetzt geht's wieder in den nächsten Modus. Wir müssen leise sein und nicht sprechen. Meine Freunde, das war eine ziemlich anstrengende Tour, vor allem wegen den Schuhen. Ich musste die ganze Zeit zu einem Flug versuchen hochzukommen, weil die schon sehr rutschig sind
Und dann ist auch wieder super interessant, wenn man auch so einen Weg geht. Da müsste man dran denken, wenn ich jetzt diese Videos für den anderen Kanal mache, dann mache ich die immer einen One-Taker. Das bedeutet, ihr habt keinen Bock, nach 10 oder 15 Minuten nochmal vielleicht anzufangen. Dann müsstet ihr den kompletten Weg zurückgehen und nochmal versuchen. Das heißt, ich muss von Anfang bis Ende alles korrekt machen. Es dürfen keine komischen Geräusche von mir kommen. Ich muss aufpassen, wie ich laufe. Ich muss aufpassen, wie ich atme. Ich muss aufpassen, weil ich manchmal auch so vor mich hinrede, dass ich einfach nicht rede, einfach still bleibe. Und das ist schon so eine Sache, da übe ich jedes Mal. Das ist fast ein bisschen wie Meditation. Gleichzeitig muss ich sozusagen diese Kamera ja die ganze Zeit in der Hand halten, gerade halten, damit das Bild danach passt. Und das sind so viele Dinge, die man beim Film macht, weshalb ich mich jetzt jedes Mal wirklich frage, wenn Leute natürlich ansprechen, dass es ein total digitales Thema ist, wenn die wüssten, wie viel Handwerk Filmen ist und auch die ganzen anderen Sachen, die man auf Social Media macht, ist ja auch irgendwo ein Handwerk, bis etwas entsteht, dann würden wir vielleicht diese Welt ein bisschen anders anpacken, würden sie ein bisschen echter machen und würden nicht die ganze Zeit warten, dass so viele Menschen so viel Blödsinn da reinpacken, dass sie am Ende wirklich halt irgendwie fake aussieht, ne? Jo. Deswegen einfach mal an euch weitergegeben. Vielleicht habt ihr noch Ideen, wie man einfach die Welt so einen Ticken echter gestalten kann. Was macht ihr? Wie packt ihr die Sachen an? Und wie setzt ihr ein paar Inspirationen raus? Und auch das trägt, wie die Welt wirklich ist. Also nicht gefaked, nicht geskriptet. Lasst mir das mal unten in den Kommentaren. Würde mich super krass interessieren. Und ansonsten viel Spaß mit den Parkanlagen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch auch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde.